Hallo, mein Lieben. Hallo. Du nervst wirklich. Hi, machst du dann nochmal? Okay. Du, oder? Ja, du. Okay. Nochmal, 1, 2, 3. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute ist ein ganz besonderer Tag nämlich für uns. Heute ist Patricks Geburtstag. Ja, er wird heute nämlich 18 Jahre alt. Das ist so unglaublich für uns, dass wir schon so einen großen Jungen haben. Genau. Der jetzt erwachsen ist. Ich meine, krass, volljährig. Wie die Zeit vergangen ist. Das ist einfach. Also man blickt schön zurück, aber irgendwie ist es zu schnell, oder? Ja, wehmütig so. Ja. Aber ist ja so, also gegen die Zeit kann man nichts tun. Man kann natürlich immer nur im Hier und Jetzt leben, alle Momente versuchen mitzunehmen, was geht. Und das machen wir, glaube ich, auch sehr gut. Und wir sind auf jeden Fall sehr stolz auf den Patrick. Er ist auch ein guter Schüler. Man muss sich einfach gar nicht um ihn so richtig kümmern. Ja, er macht wirklich alles selbstständig. Und er hilft uns auch so viel mit den Geschwistern. Und wenn er mal aufpasst oder so. Ja, also. Kann ich nehmen auch mal. Oh. Ich muss zum Fitness gehen, damit sie die Kamera halten kann. Ich muss SpongeBob. Die Kamera ist auch echt schwer. Wir haben so eine große Kamera dabei. Ja. So, die Frau hat mehr Kraft als Papa. Naja, so wollen wir uns ein bisschen abwechseln. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt Zimmer dekorieren, Frühstück vorbereiten. Der Patrick ist noch nicht da, er ist unten. Er darf momentan noch nicht raufkommen, weil dann ist der ganze Überraschungseffekt. Genau, nicht da. Und wir haben auch eine echt hübsche Torte für ihn. Die können Sie mal jetzt zeigen. Also, wir haben eine Torte gekauft diesmal. Wollten was ganz Besonderes. Und schaut mal, wir haben so eine Zahlentorte. Hier mit 18. Das ist nicht. Scheiße. Macht das was? Ich hab's falsch eingepackt. Scheiße. Ja, was siehst du? Das bewegt sich nicht. Oh mein Gott. Kann man das nicht ankleben? Dann lass es so. Muss man nicht an den ziehen. Papa killt mich gleich. Nein, aber. Ups, was ist das? Wie? Warum geht der nicht? Der Bit verdammt dich. Ich bin ein bisschen botschert. Ich wollte euch nur diese Torte ein bisschen. Lass das mit dem Finger. Ja, das ist auf jeden Fall eine 1 und hier eine schöne 8 und sie hat sich auch wirklich so was Schönes überlegt. Aber und das hat sind echte Blumen, schau. Wirklich. Echte Blumen? Ja. Die kann man wahrscheinlich dann nicht essen, oder? Nein, das sind echte Blumen. Das ist so diese Garaffe, wie heißt das auf Mensch, auf Deutsch? Blumen. Na, die Leute schreiben das eben in den Kommentaren, die wissen eh, dass ich die so gern mag, diese Blumen. Wie die heißen, ich hab's vergessen. Ich vergesse es immer, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Ja, hier steht Happy Birthday, Patrick. Und diese Bilder kann man tatsächlich essen. Also das ist so Esspapier. Schaut mal bitte, wie klein und Patrick da war. Wir haben uns so, also versucht, so von allen Alter. Ich glaube, da war er gerade so ein paar Monate, 1, 2 Monate. Ja, das war so. Ein Jahr. Genau. Schaut aus wie Philipp. Also Philipp schaut aus wie er, finde ich. Ja, da war noch Clara und Michelle klein waren. Hier so 13, 14. Hier noch Kindergartenalter. Da 16, ja. So. Dekorieren wir hier in der Küche oder im Wohnzimmer? Wie immer in der Wohnzimmer, oder? Ja, da ist es preisig, aber im Wohnzimmer ist das schön, ne? Ja. Okay, dann fangen wir an mit Dekorieren. Ja, dann bereite ich ein bisschen Frühstück vor, oder okay. So? Prima das im Wohnzimmer. Ich bin gespannt, dass ich durchkomme. Ich habe hier die 18 oder 81. Der Philipp. Ach, ich hab's auch. Was hat das, dass du nicht nach oben fliegst? Hast du das? Ja. Geht's aber 18 und da. Hi, Philipp. Sind das 18 Ballons? Er hat Angst, oder? Sind das 18 Ballons? Nein, Schatz, das sind mehr Ballons. Jetzt hat er plötzlich Angst, oder? Alles gut, aber wo haben wir denn 18? Hey, so haben wir jetzt die Ballons hergestellt, aber man hat sie hier rangeklebt. Hier ist die 18. Aber die Kinder räumen gerade noch ein paar Spielsachen weg. Mama, warum machst du die 18 Kette? Ich hab sie nur kurz um. Clara meint, was hier? Da
habe nämlich eine coole Kette für den Patrick geholt, die muss er heute tragen. Und in Bezug auf 18 haben wir dann auch so Tischdeko, ein Absperrband, da müssen wir uns noch überlegen, wo wir das hinmachen. Und was ist los, Philipp, was ist los? Magst du die 18 haben? Bist du schon 18? Kann ich die mal haben? Okay, der Philipp da. Warte, ich krieg sie dann, oder? Ja. Ja, ich bin das erste Mal 18. Zum ersten Mal? Michael, kannst du dann diese Girlande aufmachen? So, wir sind jetzt fertig mit Dekorieren. Die Mama hat uns da eingesperrt. Wir kommen wieder raus. Limbo! Also wir haben ganz schön dekoriert. So, ich hole mir einen Patrick, oder? Okay. Patrick! Das ist deine Kette, die musst du heute tragen, ja? Damit wir wissen, wie alt du bist. Und jetzt einmal hier durch, bitte. Limbo! Naja, mach's immer gefällt dir deine Geburtstagsdekoration? Ja, da muss man heute ein Foto machen. Tun wir mal ein bisschen frühstücken. Kommst du mal was essen, gell? Wo ist das Essen? Falls du nicht weißt, wie alt du geworden bist. Falls die Kette noch nicht ausreicht. Happy Birthday to you. Hallo, ihr müsst mitsingen. Happy ich singe aber. Birthday to you. Muss ich erst. Happy Birthday. Das ist ein Probefoto, sorry, ne? Achso, weil du dann ein Foto. Genau, ein Lichtprobefoto. Okay, wer will ein Stück? Wir wollen ausschauen, was das ist. Lieber Patrick, ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Geburtstag. Ja. Geburtstag jetzt. Ja. Oh, ist das nicht schön? Zeig mal die Tür. Ich bin mit einem krassen Outfit. Ah, oh, voll krasser Outfit. Und ja. Die Frisur, schau mal. Ja, Armhaare. Armhaare? Leute, kann man die Armhaare sehen? Ja. So krass, meine Arme. Bis oben! Ja. Oh, das ist schön. Okay, Lisa. Sind die Lisa dran? Boah, das ist krass. Wieso? Schaut so schön aus, schau mal. Ah, warte, da ist jemand. Ja! Ja. Und hey, vielleicht bin das ich. Ah, du bist das? Okay, bin ich auch irgendwo? Ja, warte, umdrehen. Wahrscheinlich das, oder? Bin ich das? Das ist niemand. Okay, danke, Lisa. Ich hab uns auch noch ein Geschenk. Patrick, ich hab es das. Nee, das wäre nicht das, was ich gedacht hätte. Naja, was hast du denn gedacht? Dass es in meinen Mund geht und das wollte ich. Also das? Da gehen wir nochmal runter und dann bauen wir das dann mal zusammen. Weil ich hatte zwei Geschenke, das ist nur ein Teil. Ich hab probiert, willst du gerade? Okay. Okay. Das ist schwer. Okay, lass mal auf den Tisch. Die Marke ist auf, schau mal, kann ich noch nicht ahnen. Achso, okay. Es ist schon mal eine Verarschung, okay. Ein Umschlag. Mach auf! Ihr macht
raus. Bitte, bitte, geh mal rein! Okay. Warte, ich muss jetzt erst checken, was da drin ist, oder? Ah! Ja, Meinung. Zwei! Ich bin dein Freund, wenn du ihn mitnehmen willst. Wo gehst du? Wenn du nicht mitkommen willst, kannst du mich mitnehmen. Ja! Bitte was. Mama, oh. Willst du das bitte hin? Ein Konzert. Das ist aber nur ein Teil von seinem Geschenk. Ihr kommt ja auch da oben. Oh, wie schön. Willst du das andere Geschenk auch aufbauen jetzt? Das ist noch ein Geschenk von Patrick. Das sind drei Geschenke von Patrick. Ja, genau. Das machen wir jetzt auf. Das ist ein Klavier. Nein. Ja. Aber der Hunde. Achtung. Raus. Ja. Raus. Wenn ich das im Buch das aufmachen, erste Pièce. Jetzt soll ich ein anderes eingehen. Dass der nicht von Patrick rüberkriegt. Dom. So, letzte. Keine Ahnung. Du kannst doch Noten lesen, du hast doch mal Trompete gespielt. Okay, wo ist aber hier, da stehen noch eh die Zahlen dort. Ich weiß nicht, was sie ist. Kannst du irgendwas von David Guetta spielen? Ja. I don't wanna na 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 na. Ja, so, lass mal den Party. Alle weg! Weg! Komm mal, hau rein. Der Philipp kann auch! Was wollt ihr haben? Ist es mit Wunsch? Wünsch dir was? Du kannst uns das vorspielen, was du. Das, was du kannst. Alle meine Enten. Wer hat die erste Philipp an? Super, Philipp! Philipp, kannst du Philipp Hobby nehmen? Super, Philly! Bravo! Philly, super, Philly! Soll ich dir ein Stück vorspielen? Ja. Ich hab was im Lager. Das klingt auch weg. Das ist noch aufwärmen jetzt, oder? So, ja. Ja. Ja, dann bin ich am weißen. Sehr schön. So, meine Lieben, jetzt sind wir Bowling spielen gefahren. Schauen wir mal, das ist so viel los. Hoffentlich bekommen wir hier noch einen Platz oder so.
Also wir sind jetzt fertig mit Bowling und wir sind jetzt im Dora-Zentrum. Wir werden jetzt mal Running Sushi gehen. Ich gehe nochmal mal Hände waschen, gell? Jawohl. Wir sind heute zu zweit, also wir haben ein Date. Mhm. Schaust nicht hinter der Kamera. Nein, ich bin dabei. Und noch ein Kratzen. Wir sind schon wieder zu Hause. Ich schon ein bisschen länger, wir waren so mit den Hunden Gassi. Ein Kaffee getrunken. Ein Kaffee am Abend. Ey, was ist los mit Emi? Und jetzt ist schon. Die Emi ist im Kasten. Nein, den Ton. Ah, die Emi schläft im Karton. Oh, oh. Das ist ein Straßenhund. Ah. Ja, ah, dieser weiß nicht, da. Das ist ein Straßenhund. Ja, meine Lieben, und wir werden jetzt die Kinder ins Bett bringen. Ich werde jetzt noch abschminken, den Film schnappen, ins Bett bringen. Der Papa macht immer so zwei Mädels. Genau, weil morgen Montag ist. Morgen ist Schule. Ich habe Hunger. Wer bitte hat jetzt noch Hunger? Bist du so brav? Nur damit du nicht schlafen gehst. Ja, ja, ist so Standard, gell? Na gut, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nicht vergessen, Daumen, Augen und abonnieren. Tschüss. Bye.